So, und da wir gerade eine ganze Menge Hunger haben und Bock auf Gulaschsuppe mit Kartoffeln, gehen wir jetzt in die Küche. Der Erbseneintopf. Ja. Oder Erbseneintopf, beides. Wir sind in der Küche. Guten Tag, zweimal Bockwurst und Pommes. Mit Bahnschranke. Oha. Ah, wieder so ein komischer Urbexer. Noch ein Urbexer, das kotzt mich gerade durch an, ey. Das ist hier voll von Urbexern. Weißt du, ich nenne mich zwar Stalker auf Shadowland, aber ich glaube, im realen Leben bist du ein Stalker und ich habe keinen Bock auf so einen Scheiß. Ja, also bitte verlassen Sie mich jetzt. Keine Ahnung, was hier mal drin war, aber ich vermute mal, dass diese B- oder Entlüftung von nebenan kommt. Ja. Schön sehen, Hausanschluss. Okay, vielleicht ist hier drunter gekocht worden, aber mit offenem Fenster an den Plätzen. Oder vielleicht nur echt tatsächlich kompletter Abzug. Und nebenan das Gleiche. Vielleicht könnten das mal Filteranlagen gewesen sein. Ja, wer weiß. Ah, okay. Hier ist dann wohl, ich vermute mal, dass dann hier der Kochbereich war. Den Abluftanlagen nach zu urteilen und den Anschlüssen überall auf der Erde. Macht schon Sinn. Schöne große Halle. Ja, großes Problem. Immer in Deutschland nichts gut essen. In Russland immer gut essen. So, hier wird wahrscheinlich auch Kochbereich gewesen sein. So, hier ist nichts. Gehen wir nach hinten durch. Was könnte das hier gewesen sein? Keine Ahnung. Stopf mein Maul. Sicherungskasten. Ja, dann die Sache, da geht es nicht weiter, dann wird da auch nichts sein. Gehen wir einfach durchs Loch durch. Ja. Ist hier könnte eine Ausgabe gewesen sein. Nein, das ist aber nur was vorgelegt, nämlich ein Brett. Ja, das ist schade. Ja. Da geht's raus. Vielleicht ein Seiteneingang. Ja, oh ja, da geht's hoch, sehr geil. Schönes Fotomotiv. Art Aula oder so, wo sie gegessen haben. Ja, das kann gut sein. Das ja,
Schwer zu sagen, wie das hier mal unterteilt war. Da wird rausgehen. Der Raum ist halt auch mal. Oh. Das ist halt auch wieder so ein Riesenraum. Also hier könnte ich mir vorstellen, dass das Speisesaal vielleicht mal war. Wegen der Größe. Unerklärlich sind halt diese sogenannten Fenster. Du meinst die Dinger hinten? Ja, ja. Da geht's auch raus. Mhm. Obwohl. Hä? Ja, es ist. Na, erstmal einen Blick rein. Okay. Vielleicht hätte hier irgendjemand sein Essen durchbekommen, der da drin gearbeitet hat. Keine Ahnung. Weil diese Dinger sind ja eigentlich komisch aus. Dadurch, dass es halt hier so abschüssig weggeht, ne? Ja, vielleicht durftest du hier deinen Teller sein Essen durchwerfen, wenn es nicht gut war. Genau, throw away, baby. Okay, hier ist auch drin gekocht worden. Abzugsanlage. Schlüssel auf dem Boden, vermutlich Ablauf. Wo ist das Teil los? Okay. Genau das gleiche, vermutlich auch Kochbereich. Ihr habt doch nicht etwa geküsst oder was? Nein. Bescheuert. Was machen wir nicht? Unsere Videos sind ab 18 nicht geeignet. Dann würden wir ja was anderes machen. Sagte ja, ab 18 nicht geeignet. Menschen, die sich lieben und glücklich sind, finde ich einfach nur scheiße. So. Oh, mein Akku springt gerade. Wollen wir hier eine PU etwa machen? Nein. Nein, wenn dann vorne im Küchenraum. Also ich vermute immer mehr, dass das vielleicht Filter sind, gewesen sind, Wasserfilter eventuell. Ja. Leer. Ja, ansonsten. Nothing interesting. Oh, Toiletten. Let's go auf Klo. Okay. Wird wohl Dusche gewesen sein. Oder einfach ein Waschbereich. Und hier wurde serviert. So, die Treppe nehmen wir nicht. Geil! Aus Urbexen auf dem Lost Place wird Survival. Ja, was haben wir hier sonst noch? Ja, vorne wieder. Der Autoreifen braucht, ruft uns an. No. Und auch wie vorne, stopft mein Maul. Schon interessant. Kapital fickt euren Kopf, ist ja auch toll. Ja. Okay. So, ab in den ersten. Oh, das gibt sogar einen Keller hier.
Schauen wir uns das an. Ist ja auch süß, so ein kleiner Kapuff. Könnte man sich geil Büro reinmachen. Ach Gott. Ui. Da, da, da. Gerade noch gestoppt. Das hätten wir es enden können jetzt. Pass auf mit dem Boden. Ja. Pass auf mit dem Boden. So, so wie es hier aussieht, geht es ja auch gar nicht wirklich weiter. Genau. Das heißt, hier werde ich auch gar nicht. Da drüben geht es noch weiter. Schön zu sehen. Gucken, ob wir da drüben hinkommen. Boah, ich sag da gar nichts zu. Kleiner Verschlag. Ja, genau, sagt nichts. Sagt nichts, sagt nichts. Ja. Du musst echt aufpassen oben. Auch nochmal ein kleiner Verschlag. Ja. Also wenn Sie das nächste Mal vor mir laufen, sorgen Sie bitte für einen sauberen Po. Letzten Jahr mal so war auf dem, wisst ihr? Ach, später, ja. Da oben hier das machen und Pilz nehmen, wisst ihr? So sind Sie halt die ganz gemeinen Ronny-Tiere. Aber okay, Sie sind selten, Sie sind scheu und Sie machen komischen Kaffeetanz. Das haben wir alle schon gehabt. Genau, schön dazwischenlatschen. Obwohl, da geht es auch gar nicht wirklich weiter, ne? Ich pass auf hier, der Ja. Okay, muss man nicht durchkrabbeln. Nee. Ja, ich würde sagen, das war's hier drin. Oder gibt es noch was? Hier drin gibt es nichts mehr. Also nächstes Haus. Außer vielleicht, wenn der Keller noch. Ach ja, wir haben ja noch einen Keller. Ja. Vorausgesetzt, man kommt rein. Vielleicht gibt es da ja Gulaschsuppe mit Kartoffeln in Konservendosen. Weil die letzten Mal muss ich gar nicht kommen. Okay. Hey, kommst du nicht hin? Nee, ne? Also nee, Keller geht nicht. Ja. Nee, der ist zugemauert. Der ist zugemauert. Ja, dann war's das. Dann suchen wir uns jetzt das nächste. So, bevor wir jetzt erstmal eine Pause im Heizhaus machen, noch mal ein bisschen, was so an den Decken ist. Schon ganz geil. Schon nice. Ja. Der Urbexer ist gerade irgendwo weg. Das Frau, das Mann. Ja, schaut mal auf unseren Insta-Kanälen nach und auch bei den beiden auf YouTube und bei Insta. Verlinke ich euch wie immer alles. Wir machen jetzt eine Pause. Was macht man im Sommer, wenn es heiß ist? Zeige ich euch. Da haben wir das Schwimmbad schön im Gelände versteckt und genauso wie in Forstzinner die Panzerteststrecke, wunderbares Biotop draus geworden. Ja. Fische springen, ist ja auch witzig. Schon ganz nett. Also sie sind definitiv auf Fische drin, die konntest du selbst sogar sehen. Ja, da ist einiges drin. Was ist denn drin? Vielleicht ein Loch Ness. Auch das? Ja.
schöner großer Teich, besser gesagt. Ja. Da vorne vermutlich die Umkleidekabinen, da gehen wir jetzt hin. 1,25 €. Ja, Idioten halt. Kannst du sogar, glaube ich, noch runtergehen. Echt? Geil, da gehen wir da auch runter. Also, bevor wir in die Umkleidekabine gehen und Urban Exploring Games veranstalten, ab 18. Das fällt da mir gerade ins Wort. Ja, kann man schön sehen. Total schön. So. Wir wollen keine Ärsche im Video haben, sonst muss das ab 18 gemacht werden. Hier sogar noch die Hallen von da hinten. Ja, das ist Wahnsinn, dieses Pfeifen. Ja. Na, hier wurden wahrscheinlich abends Beachpartys veranstaltet. Schöne Lampe. An dieser Stelle Grüße an Lost Places Jäger Germany und danke für deine Kommentare. Finde ich ja ganz witzig. So. So schaut sie aus. So. Das ist ja echt wie ein Forstzinner in dem Becken. Ja. Und vor allem hier sind Tannenbäume drin. Ja? Ja, die hier eigentlich gar nicht sind. Witzig, schaut euch an, Leute. So nice. Der Wald im Schwimmbad. Ein neues Horrorvideo, Teil 3. Nicht da reinpinkeln. Schon ganz nett. Ja, hier mit Beach-Feeling. Ah, schon geil. So. Ja, schon nett. Bis auf den scheiß Müll da drin. Aber die Bierkästen sind raus. Ja. Bierkästen, alles klar. Die sind raus. Mal ein bisschen durch Wasser gehen. Wasserdichte Schuhe zum Glück. Ja. Ja. Ab zur Umkleide. Schuhe sind sauber. Das ist schon enorm hier. Yes. Ich finde auch vor allen Dingen sind Pflanzen hier, ne, die du so noch nie gesehen hast irgendwo. Ja. Also. So. Vor allen Dingen, wie das Gras da so reinwächst. Schon ja, das ist schon, das ist total irre. Ja. Ja. Gehen wir durch den Schwimmbadwald zurück. Schauen uns mal die Umkleiden an. Lass das hier mal laufen, weil ich es gerade auch einfach nur faszinierend finde, wie das hier aussieht. Ja. Ach, herrlich. Ja. Man kann ein Kätzchen trinken. Genau. Oder eine heiße Brühe machen. Wunderschön, ne? So, nochmal Blick rein. Die Natur. Würde ich jedem empfehlen. Probiert es einfach mal aus. Handy weg. Kopfhörer aus. Und dann einfach mal die Musik der Natur hören. Genau, weg vom Computer, Musik der Natur genießen. Noch eine Partybeleuchtung für abends. Aber es riecht schon ganz schön streng von dem Gebäude. Du. So. Ehemaliger Mannschafter-Wohnbereich.
Aber das gibt's ein andermal. Wir wollen nämlich noch zu den Hallen hinten hin. Hat sich für immer schlafen gelegt. Da kann man noch sehen, Bänke. Sehr geil. Könnte man sich jetzt fragen, ob die vielleicht mal beheizt waren? Das haben wir in Kramtnitz. Ja. Einmal essen bitte.